Was geht ab und was geht down und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch alle Phasen dieser Woche und wie ihr sie am schnellsten lösen könnt. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Ende des Videos ein Abo da lasst oder das Ganze mit einem Like bewertet. Deswegen würde ich gar nicht mehr lang schnacken. Auf geht's zum Video. Peace out. More focus. Easy go. Suche Paradise Palms und Salty Springs in einem Match. Das ist auch ganz einfach erledigt. Und zwar landen sie dafür einmal kurz bei Paradise. Im schlauesten Fall hier unten in der Ecke. Schnappt euch hier wenigstens schon mal eine Waffe, dass ihr ein bisschen bewaffnet seid. Komm, die Kiste gönnen wir uns jetzt auch noch. Sehr schön. So viel Zeit muss sein. Dann braucht ihr auch ein bisschen Holz, deswegen ist auch gar nicht so schlecht. So. Und ihr seht schon, da oben ist der erste Rift. Und dann haut ihr euch jetzt rein. Und dann geht's direkt weiter zu Salty Springs. Ist schon einer mit einem Flugzeug am Stiefel. Und so habt ihr auch die erste Phase wieder überlebt. So, als nächstes geht's Richtung Loot Lake. Das ist eigentlich auch eine ganz easy Geschichte. Weil es da bei dem Burger auf jeden Fall dann auch einen Rift gibt. Somit könnt ihr auch die Gebäudeherausforderung mit abschließen, weil ihr könnt euch einfach ein bisschen Holz sammeln und dann hoch auf den Berg bauen. Einmal landen wir jetzt erstmal kurz hier bei Loot Lake, wenn wir jetzt natürlich einen Riss für einen Rift finden, also dementsprechend wäre natürlich richtig krass. Ding. So. Ah, das ist Zeit zu abonnieren, heißt das hier für euch. Das war der Alarm dafür. Boah, geiler Loot hier. Stark, okay. Also Loot Lake haben wir auf jeden Fall schon mal im Sack. So viel Zeit muss sein. Ich hätte aber immer noch gern einen Rift. Naja gut, ansonsten müssen wir es halt so machen, wie ich gesagt habe. Das zählt auch alles für die Gebäudeaufgabe, also es ist immer gut, wenn man hier auf jeden Fall baut. Okay, der Rift ist nicht mehr da. Müssen wir uns einen anderen suchen. Ich glaube, hier oben gibt es noch welche. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ne? Alternativ könnt ihr es natürlich auch mit den Ziplines machen. Dass ihr einfach hier so rüber zippt und dann von hier aus darüber und dann halt bis Junk Junction, aber so könnt ihr es natürlich auch machen. Oder? Wir machen es anders. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Profi das macht.
Komm, noch einen schönen Looping zum Ende. So waren wir wenigstens. In beiden Orten. So, letzte Phase, meine Freunde. Wir fliegen jetzt dafür direkt straight Richtung Waning Woods. Auch wenn der Bus von Haunted Hills kam, wo wir ja noch hin müssen, gehen wir erstmal nach Waning Woods. Denn dort unten gibt es ein Infinity Rift. Den zeige ich euch jetzt und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Also so Leute, auf Zeit haben wir jetzt hier sogar noch einen Rift to go, falls die Strecke zu lang wird. Ihr geht einfach hier unten rein, die Falle nehmt ihr auf jeden Fall mit. Und dann verzieht ihr euch auf jeden Fall. Und da Haunted Hills, der wohl ein bisschen weit weg ist, fliegt ihr erstmal mit dem Gleiter so weit wie ihr könnt. Im besten Fall vielleicht zu einem Flugzeug oder einem Fahrzeug, wo ihr direkt weiterfahren könnt. Oder ihr habt halt im besten Fall, so wie ich jetzt, noch einen Rift dabei. Hier werden jetzt auch zum Beispiel gar keine Flugzeuge mehr da. Ich glaube, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Oder doch, habe ich eben noch gesehen, ja. Flugzeuge sind noch drin. Da vorne wird auf jeden Fall gekillt ohne Ende. Ja, die Hälfte des Weges haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Wir könnten jetzt noch Folgendes machen. Einfach mal ein Stückchen fahren. Auch wenn das Ding jetzt nicht unbedingt das schnellste ist. Und hier noch so ein locker flocking Drift hinlegen. Deswegen bin ich echt ewig nicht gefahren. Jetzt sind wir auch schon fast da. Ich erspare euch jetzt die Fahrt. Denn hinter dem Berg da hinten liegt auch schon Haunted Hills. Oh, da ist einer im Flugzeug unterwegs. Ja, Kollege. Ich weiß. So. Und da wären wir auch schon. Haunted zu dem Hills und alle Herausforderungen bzw. alle Phasen dieser Herausforderungswoche haben wir schon gelöst. Mich würde es freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr auf jeden Fall ein Like da lasst und auf jeden Fall im besten Fall den Kanal abonniert, damit ihr mich supporten könnt. Ansonsten würde ich sagen, peace out, more focus, bis zum nächsten Video. Haut rein.